Marco, hast du noch nicht so lange her, hast du auch noch bei IB gespielt. Was ist in der Zwischenzeit passiert, wenn du jetzt ein bisschen IB musst bewerten? Ja, ich denke, es ist sehr viel gegangen mit Wechseln, sei es in der Mannschaft oder weiter oben. Und das hat, denke ich, sicher sehr viel verändert. Wie es genau jetzt in der Mannschaft aussieht, weiß ich natürlich nicht genau. Ich kann nicht sagen, vielleicht ein paar Informationen von ihm. Aber sonst kann ich da nicht mehr so viel sagen, wie es jetzt ist. Schätzt du es stärker ein? Ja, ich glaube sicher, es ist eine super Mannschaft. Je nachdem, was jetzt vielleicht noch etwas geht, ob sie noch etwas holen nach dem Abgang von Bogadischa. Und da sind sie sicher parat, für die Rückrunde anzugreifen. Ja, es wird sich dann zeigen, wie gut das sie sind. Wie sieht es beim FC Thun aus? Wie haben sie sich gemacht, deiner Meinung nach, Christian? Ja, ich glaube, die Qualität ist da. Sicher eine schwierige Aufgabe in der Rückrunde, wo sie sicher am Anfang müssen gerade so viele Punkte wie möglich sammeln. Aber ich glaube, Qualität haben sie und sie zeigt, wie stark sie sind. Die Kunststraße ist sicher ein riesen Vorteil. Und sie haben heute auch wieder gesehen, dass sie fußballerisch sehr gut drauf sind. Frage an beide, du und IB sind nicht so weit auseinander. Wer steht am Schluss vor der Saison vorne? Ja, ich glaube, bei uns ist das primäre Ziel, dass wir unsere Punkte holen, dass wir da noch vielleicht ein, zwei Platz nach vorne kommen können und dass wir dann einen guten Abschluss machen können. Und das Ziel ist nicht unbedingt, dass wir gleich vor IB sind. Wenn es dann am Schluss so sein sollte, wäre es sicher ein Zückerli. Aber ich denke, Nummer 1 ist klar und wir sind da einfach parat hinten dran, wenn sie mal eine schwächere Phase haben. Ja, bei uns muss das Ziel sein, dass wir vorne dabei sind. Sicher unter den ersten vier, wenn nicht sogar weiter vor. Und das ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben 8 Punkte Rückstand, aber das ist nicht unmöglich. Und wir müssen sicher erste zweite Match gut bestreiten, dann ist noch etwas drin. Also wünsche ich weiterhin eine gute Vorbereitung. Merci vielmals. Merci.